Gehörst du auch zu den Menschen, die glauben, dass Gott das Weltgeschehen im Griff hat? Oder hast du Zweifel daran, wie ich manchmal, am Schauen, was geht jetzt in der Ukraine, in Russland und so weiter abgeht? Oder gehörst du zu den Menschen, die schon lange nicht mehr glauben? Oder zu denen, die es noch nie geglaubt haben? Herzlich willkommen zu unserem Thema «Hat es Gott noch im Griff?». Es gibt verschiedene Wege, darüber zu reden. Verschiedene Wege zu schauen, hat es Gott noch im Griff? Mein Weg ist es oft, in die Bibel hineinzuschauen, in die Prophetie. Und dann zu schauen, was hat sich schon erfüllt. Und anhand von diesen jahrhundertalten Storys, die sich im Erfüllen sind, zu sehen, Gott hat es im Griff, auch wenn es manchmal anders aussieht. Wir tauchen ein in die Geschichte von Gott mit seinem Volk um das Jahr 606 vor Christus. Nebukadnezar hat das Reich Juda erobert und einen grossen Teil der Bevölkerung deportieren lassen nach Babylonien. Unter diesen Weggeführten war auch der Hesekiel. Dort in der Fremde in Babylonien hat Gott zum Hesekiel in verschiedenen Visionen geredet. Eine von diesen Visionen beschäftigt uns heute. Das ist meine Lieblingsvision. Ich schlage auf das Buch Hesekiel, Kapitel 37, Vers 1 und 2. Und die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Er führte mich zwischen ihnen allen hindurch, und sie, es lagen sehr viele Gebeine auf dem Feld, und sie waren ganz ausgetrocknet. Ich habe euch heute mitgenommen, hier eingeladen auf den Friedhof in Oberwinterthur, um das zu veranschaulichen. Allerdings sind da Beine unter dem Boden. Und der Hesekiel wird durch ein Knochenfeld geführt, und er sieht nichts als ausdrückende Knochen. Was für ein Horrortrip in dieser Vision für den Mann. Und da mitten in dieser Vision stellt Gott dem Hesekiel eine Frage, Vers 3. Und er sagte zu mir, du Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Eine heisse Frage. Hesekiel, glaubst du, dass die Gebeine, die toten Gebeine, die du da siehst, auf dem riesen Feld wieder lebendig werden können? Der Hesekiel, der gefällt mir. Er ist so eine Art ein Diplomat. Seine Antwort ist, Herr, Herr, das weißt nur du. Hesekiel wusste, was das Totenfeld bedeutet hat. Er wusste, dass sein Volk deportiert ist, Jerusalem kaputt und alles ausgesehen hat, wie nur noch verdörrte Knochen. Nichts mehr herum war vom Stamm Juda und Benjamin. Nichts mehr herum war von Israel. Er wusste, wie hoffnungslos die Situation ist. Vermutlich hat er sich selber gefragt, ja, wie ist es denn mit dieser Prophetie, die Gott einmal an Abraham gegeben hat und gesagt hat, Abraham, es wird ein grosses Volk werden und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen von dieser Welt. Und jetzt nur noch Knochen, nur noch Totengebeine. Die Vision geht weiter, ich lese Vers 4 bis 6. Und er, Gott, sagte zu mir, weissage diesen Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So sagt der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, sieh, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Gott hat zu Hesekiel gesagt, red zu den Knochen, dass sie lebendig werden. Und ich will es wirken, dass sie wirklich lebendig werden. Mit dem Bild hat Hesekiel dem Volk dürfen sagen, es gibt noch Hoffnung. Gott wird das Volk wiederherstellen. Es wird nicht bei den Knochen bleiben. Gott wird Fleisch über die Knochen tun, Sehnen, wird seinen Geist einblasen und es wird wieder ein Volk werden. Was für eine Prophetie. Seine Zeit hat so ausgesehen, dass sie unmöglich ist. Aber ist sie eingetroffen? Tatsächlich
Nach 70 Jahren Verbannung hat die Wiederherstellung vom Stamm Juda angefangen. Sie haben zurück können auf Jerusalem. Genau so, wie es Jeremia auch vorausgesagt hat. Doch Gott hat die Vision noch weitergemacht. Er hat gesagt, wisst ihr was? Zwei Stäbe. Auf der einen hat Ezekiel schreiben Juda und auf der anderen Israel. Gott hat gesagt, ich weiss, Israel ist irgendwo weg, verloren, verschollen. Nur noch Juda gibt es. Juda wird zurückkommen und das hat Ezekiel erlebt. Aber die anderen 10 Stämme, Israel, das Nordreich, waren noch nie gsi. So hat 70 Jahre nach der Deportation ein Teil der Prophetie angefangen, sich zu erfüllen. Und Menschen haben gesagt, Gott hat die Geschichte im Griff. Gott erfüllt, was er verspricht. Aber dann ist das Jahr 135 nach Christus gekommen. In diesem Jahr war alles kaputt wieder. Sogar Jerusalem ist neu getauft worden in Elia Capitolina. Und kein Jude mehr durfte in Jerusalem gehen. Überall sind zerstreut worden, mehr als je zuvor, die ganze Welt. Wieder hat es ausgesehen wie ein Friedhof. Wieder hat es ausgesehen wie noch Knochen. Wieder hat es ausgesehen wie Prophetie bei Ezekiel. Und alle haben gedacht, Gott hat es nicht im Griff. Hunderte von Jahren lang hat es ausgesehen, wenn sich Prophetie an Abraham und Ezekiel nicht erfüllen würde. Wie wenn es endgültig so ein Knochenfeld würde bleiben. Erst recht, als dann 1941 noch der Holocaust angefangen hat. Riesige Friedhöfe, die man gesehen hat, Massengräber, alles kaputt. Gott, du hast es im Griff. Ezekiel, was hast du erzählt seiner Zeit? Abraham, wo ist das Volk, wo andere Völker gesegnet werden auf der ganzen Welt? Nichts mehr herum. Alles vorbei. Hat es Gott nicht mehr im Griff gehabt? Ist ihm wirklich entglitten? Nein. Gott hat die Männer wieder erweckt. So wie seine Zeit, Ezekiel, hat er zum Theodor Herzl geredet. Und er hat zum David Ben-Gurion geredet. Er hat ihnen gesagt, sie sollen zu diesen Knochenfeld reden. Und es soll wieder ein Volk entstehen. Die beiden haben sich brauchen lassen. Sie haben geredet, die Vision von dem Volk in Israel. Und Gott hat es gewirkt, dass das Volk wieder entsteht. Und wir heute dürfen miterleben, wie sich die Vision von Ezekiel erfüllt. 14. Mai 1948 war es so wie die Staatsgründung von Israel. Diesmal sind wieder zuerst die 2 Stämme von Juda zurückkehrt. Aber in der Zwischenzeit hat man gesehen, wie 2 weitere Stämme zurückkehren und die Stäbe langsam zusammenkommen, auch wenn sie noch nicht ganz zusammen sind, auch wenn verschiedene Stämme noch fehlen. Aber der Umstand, dass das, was der Ezekiel gesagt hat, bis jetzt sich erfüllt hat, zeigt mir, auch die 2 Stäbe, die werden noch ganz zusammenkommen. Dass man noch ausstehend ist, wird sich auch noch erfüllen. Ich bin vor ein paar Tagen von meiner rund 35. Israel-Reise heimgekommen. Einmal mehr habe ich gestaunt, wie sich die Prophetie erfüllt. Einmal mehr habe ich gestaunt, wie die Wüste blüht. Einmal mehr habe ich gestaunt, wie die Wirtschaft blüht. Was alles entstanden ist in diesen wenigen Jahrzehnten, wo das Volk wieder dort ist. Du und ich, wir sind in einer privilegierten Zeit. Wir dürfen es sehen. Wir müssen es nicht nur glauben, bis sich die Prophetie erfüllt. Und darum, bei all dem Schrecklichen, was passiert ist in den letzten Hunderten von Jahren, bei all dem Unmöglichen, bei all dem Schrecklichen, was passiert in der Ukraine und an vielen anderen Orten auf der Welt, weiss ich, Gott hat es im Griff. Auch wenn es manchmal lang geht, bis wir es sehen, aber du und ich, wir dürfen es sehen. Wir erleben im Moment, wie ganz viele Juden aus der ganzen Welt zurückkehren
und das Volk immer mehr wächst. Wir erleben aber auch, wie andere Teile von Prophetien wahr werden. Ich habe es ein bisschen angeschaut, das Jahr. Im Frühling dieses Jahr hat es ein Abraham-Abkommen gegeben. Es ist von Ägypten, von Bahrain, Emirat und Marokko zusammengeschlossen worden. An einer zweitägigen Tagung der Außenminister in Beersheba. Und dann ist es losgegangen. Am 30. Mai hat es ein historisches Freihandelsabkommen mit arabischen Emiraten gegeben. Oder zum Beispiel, dass am 21. Juli der israelische Armeechef Marokko besucht hat. Hey, in einer so einer Kadenz passiert das im Moment, wenn wir es nie für möglich gehalten haben, dass Völker plötzlich wieder zusammenkommen. Zugegeben, es kann noch viele Umwege geben. Zugegeben, es kann noch viele Rückschläge geben. Aber was ich bis jetzt sehe, das gibt mir Mut und stärkt meinen Glauben. Jetzt und heute, bei dir zu Hause, im Dorf, in einer Stadt, in diesem Land, es gibt auch heute in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Dorf, viele Knochenfelder, viele Zerbrochenheit, viele hoffnungslose Situationen, vieles Versagen, viele Situationen, die aussehen wie Friedhöfe. Was redest du dort drin? Redest du Hoffnung ein? Oder redest du auch drin, dass es eh keinen Sinn hat, dass eh nichts mehr passieren kann, dass eh alles vorbei ist? Freunde, lasst uns Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Nicht utopisch. An Menschen, die wissen, dass Gott mehr machen kann als wir Menschen. Leute, die wissen, dass wir mit Gott können, reden zu Knochen. Reden zu hoffnungslosen Situationen. Hoffnung reden. Ich wünsche dir von ganzem Herzen zwei Sachen. Erstens, dass du gestärkt sein darfst, dass Gott im Griff hat, mit Prophetien sich erfüllt. Und zweitens, dass du ein Hoffnungsträger bist, der Hoffnung in hoffnungslose Situationen einreden kann.